Ja, ich bin Johannes Galitzke und dem DSO als Gastdirigent verbunden. War dort öfter eingeladen, zuletzt auch zur Uraufführung meines eigenen Cellokonzertes, was für mich von der Orchesterleistung her ein großartiges Erlebnis war. Ich habe hier einen roten Umschlag mit roten Karten erhalten. Gott sei Dank sind wir nicht beim Fußball. Auch wenn man als Dirigent in jüngeren Jahren schon die eine oder andere rote Karte zu sehen bekommen hat. Und ich lese lauter Fragen vor, die ich versuche zu beantworten. Die erste, die ich jetzt hier sehe, ist: Was ist Ihre liebste Droge? Wenn man da drüber nachdenkt, ich würde sagen, für mich persönlich ist es Whisky und Pfeifentabak. Schlichtweg deshalb, weil man beides als anregend empfindet und am Abend schon vielleicht der ein oder andere gute Idee für den nächsten Tag bekommt. Nächste Frage ist: Lebend oder tot, mit welchem Kollegen oder Kollegin würden Sie gerne zu Abend essen? Jetzt gibt es eine Menge toter Kollegen, mit denen ich wirklich gerne noch einmal ein Wort wechseln würde. Mir ist allerdings nicht ganz klar, wie ich die in ihrem Zustand auf einen Restauranttisch bekomme. Deshalb werde ich mich auf die lebenden Kollegen beschränken müssen. Da gibt es natürlich einige, mit denen ich gerne mal ein Wort wechseln würde, um im Gespräch auch eine Bereicherung zu erfahren, sei es zum Beispiel Dirigentenkollegen wie Simon Rattle oder eben auch bei den Komponisten Harrison Birtwistle, um zwei Beispiele zu nennen. Die nächste Frage ist: Wem haben Sie als junger Mensch nachgeeifert? Ich bin mit 16 Jahren als Privatschüler zu Jörg Höller gekommen, habe dort Komposition studiert und habe die Anregungen, die ich gerade in jungen Jahren von ihm empfangen habe, als ungeheuer tragend, stimulierend und auch motivierend empfunden. Und das hatte natürlich auch damit zu tun, dass er einen Kompositionsstil entwickelt hatte, der mir sehr wesensgemäß war, der mich begeistern konnte und in dem ich viel Beispielhaftes gesehen habe, dem ich dann zu entsprechen versucht habe. Später wechselt man natürlich die Vorbilder, weil man sich ja nicht allzu sehr auf eine bestimmte Richtung festlegen möchte. Aber in dieser Zeit war ich doch sehr stark geprägt und auch beeinflusst im positiven Sinne vom Schaffen von Jörg Höller. Welches Werk oder welcher Komponist oder Komponistin hat nachhaltigen Einfluss auf ihr Schaffen? Da könnte ich ein Beispiel nennen und schließe an eine frühere Antwort an und nenne nochmal den Namen Harrison Birtwistle. Der hat ein Orchesterstück geschrieben, das heißt The Triumph of Time. Es ist ein symphonisches Werk, das sich an einem Bild von Hieronymus Bosch orientiert, nämlich dem Heuwagen. Und ich habe das Stück zum ersten Mal gehört in meiner Studienzeit in Paris und war unglaublich beeindruckt von der Wechselwirkung von struktureller Strenge und emotionaler Ausstrahlung. Das eben mit einer so dichten und konsistenten kompositorischen Sprache dennoch etwas entsteht, was einen menschlich zutiefst abholt. Wie wirkt sich der technologische Fortschritt auf Ihr Komponieren aus? Nun, ich verwende bei fast allen Stücken, die ich schreibe, elektronische Musik in der Form, dass ich Samples erstelle oder Zuspielungen, die zu einem instrumentalen Bereich als Ergänzung erscheinen. In der Regel sieht das so aus, dass die elektronischen Medien, die ich verwende, Verwandlungen von Live-Klängen sind. Wenn man so will, eine Erweiterung des Live-Klangs oder des Instrumentenklangs in einen Bereich hinein, den das Instrument nicht mehr selber leisten könnte. Das kann jetzt ganz verschiedene Ausprägungen haben. Aber im Prinzip ist für mich die Elektronik immer ein großes Abenteuer gewesen, weil ich unendliche Möglichkeiten habe, etwas Neues herzustellen, was ich selber noch nicht kannte und was auch in dieser Konstellation noch nicht möglich war. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Kombinationen, wie gesagt, so vielfältig sind und andererseits, dass eben auch die Technologien sich dauernd entwickeln und man immer wieder neue Möglichkeiten findet, diese Transformation von Live-Klängen voranzutreiben. Wichtig ist mir allerdings immer die Anlehnung an das Live-Geschehen,
damit dieser elektronische Apparat nicht irgendwo eine Art von abstrakter Selbstständigkeit entwickelt, sondern immer gebunden bleibt an das Medium Live-Performance. Suchen Sie in Ihrem Komponieren nach Schönheit. Also wenn man Schönheit als etwas verstehen möchte, das den Menschen überrascht und in Staunen versetzt, dann würde ich das bejahen. Das ist wie bei einem Bild von Salvador Dali, wo man, wenn man ganz nah davor steht, lauter Punkte und Quadrate sieht. Und erst wenn man sich in größere Entfernung begibt, sieht man das Ganze, sieht man ein Motiv, sieht man ein Bild. Und dieser Überraschungseffekt, dass sich also plötzlich im Erleben etwas ergibt, wo man sagt, aha, jetzt habe ich etwas kennengelernt und entdeckt, was mir vorher noch gar nicht bekannt war. Das ist für mich ein Bestandteil von Schönheit. Abgesehen natürlich davon, dass Musik immer auch Elemente der Empathie enthalten sollte, bei denen der Hörer mitgetragen wird. Denn Musik enthält ja, wenn sie funktionieren soll, etwas zutiefst Menschliches, was immer da ist und immer gilt. Das muss irgendwo angerührt werden, das muss irgendwo mitschwingen, damit die Musik sich überhaupt übertragen lässt. Überraschen Sie sich manchmal selbst. Ich versuche darauf hinzuwirken, dass ich mich selber überraschen kann. Wenn man komponiert, gibt es ab und zu einen Moment, einen Augenblick, einen Zustand, in dem etwas dann auf dem Papier erscheint, das einem selber noch unbekannt ist. Es hat sich dann so ergeben und es ist plötzlich etwas da, wo ich mir sage, das kenne ich von mir noch nicht. Das ist für mich eigentlich immer der schönste Moment im kreativen Prozess, dass plötzlich etwas da steht, wo ich sage, jetzt habe ich mich verwandelt, mehr oder weniger von allein und es war auch gar nicht beabsichtigt und es ist plötzlich da. Bei mir ist es ganz wichtig, dass man sich verwandelt, dass man nicht derselbe bleibt und dass man auch in seiner musikalischen Sprache die Facetten wechselt und erweitert, denn wenn man sich darauf beschränkt, erfolgreiche Markenprodukte zu prolongieren, dann ist man auf die Dauer wahrscheinlich etwas leblos. Leblosigkeit ist für mich etwas, was ich als Komponist nicht unbedingt besetzen möchte, sondern Lebendigkeit, die allerdings auch bedeutet, sich immer wieder zu verändern in dem, was man tut. Denken Sie gelegentlich an die Aufnahmefähigkeit bzw. Bereitschaft des Publikums. Das ist eine gute Frage, weil die Übertragbarkeit von Musik hat ja sehr viel mit Form zu tun, nicht nur mit der Klanglichkeit, natürlich auch mit der Klanglichkeit und dem, was Sie Schönheit genannt haben. Es ist auch eine Frage der Organisation. Wann erkennt ein Zuhörer etwas? Deshalb muss man auch in jedem Stück, das man schreibt, mit Analogien arbeiten. Es müssen sich Dinge wiederholen, es müssen sich Dinge schließen, weil durch das Wiederholen wird etwas wiedererkannt beim Hörer. Und dann hat der Hörer den Eindruck, es ergibt sich für ihn, wenn man es gut gemacht hat, eine schlüssige Form. Genauso wie man ja auch beim Sprechen nicht unentwegt neue Worte aneinander hängt, sondern sich eigentlich auch in einem, auf einer Ebene bewegt, wo bestimmte Bedeutungsmodule sich immer wiederholen. Und da Musik meines Erachtens sehr ähnlich funktioniert wie Sprache, braucht man auch in der Musik Analogien. Auch eine Frage des Timings, wo nicht permanent alles unter Hochspannung steht, wo also auch das Verhältnis von Spannung und Entspannung eine große Rolle spielt. Also diese zwei Dinge, das Verhältnis Spannung, Entspannung und das Arbeiten mit Analogien, also mit Wiederholungen, aus denen man heraus erkennen kann, dass das Ganze eine formale Stimmigkeit hat. Das sind zwei Bereiche, an denen ich als Komponist sehr gerne arbeite und das dient einfach der Aufnahmefähigkeit der Hörer und Hörerinnen. In welchem Verhältnis stehen Komponisten und Komponistinnen und praktisch ausübende Musikerinnen? Also wenn ich auf meine Geschichte als Dirigent zurückschaue, muss ich sagen, hat sich dieses Verhältnis sehr verändert und zwar zum Positiven hin. Es war für mich eigentlich immer sehr unangenehm, als Dirigent einfach nur etwas vorgeben zu müssen und dann wird es umgesetzt. Auch weil manchmal die Bereitschaft zu einem Verständnis des Ganzen nicht so gegeben war. Und mittlerweile gibt es so viele Musikerinnen und Musiker, auch vor allem auch unter den Jüngeren, die heutzutage ein großes Interesse daran haben, das Ganze mitzuverfolgen, den Kontext kennenzulernen und damit auch ihre eigene Rolle in dem Kontext.
Insofern ist man auch als Dirigent gefragt, viel mehr zu erläutern und zu erklären und zu legitimieren, was da gemacht werden soll, weil es ja durch den Kontext erklärbar und auch verdeutlicht wird. Und da ist man nach einer gewissen Zeit in einen Zustand geraten, wo man sich mehr als Moderator empfindet, der allein über die sachliche Erklärung des Ganzen sich seine Autorität verschafft. Und insofern ist es viel einfacher geworden, mit den Musikerinnen und Musikern auf Augenhöhe zu kommunizieren, auf der Basis künstlerischer Sachverhalte, als das vor 20 oder 30 Jahren noch möglich war. Und das genieße ich sehr. Was betreiben Sie als Ausgleichstätigkeit zur Arbeit des Komponierens? Also meine Lieblingsbeschäftigungen außerhalb des Komponierens und Dirigierens ist die Beschäftigung mit Film und Literatur. Wobei beim Film sofort wieder eine Schnittmenge entsteht. Also meine Begeisterung für den expressionistischen Stummfilm der 20er Jahre hat sich irgendwann dahingehend verändert, dass ich dann dank verschiedener Interessenten und Auftraggeber selber Stummfilmmusiken geschrieben habe. Mittlerweile sind es also schon 6 große Filme. Ich werde auch damit jetzt wieder mal aufhören, damit man sich nicht irgendwie allzu schnell in eine Schublade stecken lassen muss. Aber die Beschäftigung mit Film ist für mich insofern immer großartig gewesen, weil es auch Parallelen zum Komponieren enthält, die man als Bereicherung und auch als fast als Unterweisung in formales Denken auffassen kann. Ich sage auch sehr oft meinen Studenten, sie sollen sich Hitchcock-Filme anschauen, da weiß man, wie man einen Schock vorbereitet. Da weiß man, wie man einen Höhepunkt setzt. Da weiß man, wie man Spannung erzeugt. Allein über die Art und Weise, wie kurz oder lang die Szenen sind und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Hitchcock hat das ja ganz genau ausgerechnet. Die gleichen mathematischen Kalkulationen, die man ja als Komponist betreibt, um ein Stück erstmal zu planen, bevor man überhaupt anfängt zu schreiben, machen sich ja Filmemacher auch. Und da beides Zeitkünste sind, haben die doch eine sehr enge Beziehung zueinander, die voneinander profitieren. Jetzt bin ich am Ende mit diesen Fragen und ich habe mich gefreut, darauf Antworten geben zu können. Von Antworten profitiert man auch. Vor allen Dingen von Fragen, die man sich selbst nicht so ohne weiteres stellt. Alles Gute.